Ja, hallo meine Lieben, jetzt gibt es ein neues Video von mir und ich möchte euch gerne was erzählen über Noahs Eingewöhnungsphase in der Kita. Ja, wir hatten jetzt erst vor kurzem die Eingewöhnung bei der Tagesmutter, aber das kam ihm auch wirklich zugute, denn in der Kita war das jetzt echt nur noch ein Kinderspiel. Wir sind dorthin mit Mama, Papa und die Oma war auch mit im Schlepptau und dann sind wir da reingegangen und dann wurde er auch direkt ganz offen und ganz herzlich empfangen. Und dann hat man uns direkt gezeigt, wo wir alle Sachen hinstellen können. Ich hatte so eine riesen Tasche mit Pampers für über einen Monat und auch ganz viele Feuchttücher und Matschhose und Wechselkleidung und Sonnencreme und Hütchen. Und dann habe ich noch eine Fotokollage erstellt, weil man sagte uns, die erste Zeit brauchen die Kinder schon mal Fotos, damit sie sich wohlfühlen, wenn sie mal ein bisschen Heimweh haben und ein bisschen nach Mama und Papa weinen. Und dann werden einfach die Bilder ausgepackt, also diese Fotokollage, meine Familie und das einfach alles drauf, was dem Kind wichtig ist. Ja, auch Kikaninchen und sein Pingu sind auch mit drauf und ja. Und dann habe ich noch mehrere kleine Bilder mitgebracht, weil überall, wo jetzt seine Schuhe reinkommen oder seine Jacke drankommt oder die Matschhose an dem Haken hängt, überall kommt dann noch sein Bildchen dran, ne? Weil er kann ja noch nicht lesen, aber er erkennt sich ja auf den Fotos. Da steht zwar überall Noah. Das fand ich auch ganz süß, dass da schon überall das Schildchen stand mit Noah. Da war ich das erste Mal direkt gerührt. Oh. Nee, das allererste Mal gerührt war ich dann, als meine Mama dann den Kleinen an die Hand nahm und ist dann Richtung Kita reingelaufen und er hatte den Rucksack hinten auf und wie selbstverständlich lief er da schon rein. Und dann, ja, war schon wieder sowas, wie so ein zweiter Abnabelungs Schritt jetzt in kurzer Zeit und ja, dann sind wir da rein. Ja, und dann war direkt in dem sogenannten Bistro, das nennt sich so, da gab es dann das Frühstück und dann waren die ganzen Kiddies da, die süßen kleinen Kinder und dann gab es da die kleinen Stühlchen und die Tischchen und überall war schon alles eingedeckt für die Kids und das ganze Frühstück, Wurstkäse, Tomaten geschnitten, Aprikose geschnitten, Äpfelchen geschnitten, Brot, Roggenbrot, das war echt süß alles gemacht und ja, Noah setzte sich dort direkt hin und dann gab es sogar an einem Tisch Cornflakes und ja, er kannte keine Cornflakes, aber dann fragte die Erzieherin, die Silke, möchtest du Cornflakes haben? Und er, ja komm, er sagt immer, ja komm. Zu allem, was er gerne möchte, sagt er immer, ja komm. Und es ist so cool, das hat er, weil wir das immer sagen, wenn er etwas möchte oder so, dann sage ich immer, ja komm, dann machen wir das jetzt, ne? Und deswegen sagt er immer, anstatt einfach nur ja, ja komm. Und dann hat er da Cornflakes gegessen und mit dem Finger an die Dinger in sich reinzuschaufeln. Und das hat ihm echt gut gefallen. Und sie möchte es noch mehr, ja komm. Und ich habe das immer so von weitem beobachtet. Und die meinte, ja kommen Sie ruhig rein, setzen Sie sich dazu, beobachten Sie Kind und so. Aber ich dachte so, ich halte ein bisschen Abstand lieber. Und ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise hängt er extrem bei meiner Mama, an seine Omi, ne, an seine Mama, an seine Oma. Er nennt sie immer Teta, ne? Teta hier, Teta da. Teta ist das arabische Wort für Oma. Und ja, und dann hatten wir noch so Bedenken gehabt, oh, wenn sie mitkommen, dann gibt es gar keine Trennung. Eingewöhnung geht total in die Hose, aber selbst die hat ihn nicht mehr interessiert. Und ja, dann waren wir draußen. Im Flur standen wir wie so bestellt und nicht abgeholt und dann meinte auch die Erzieherin, ja wenn ihr wollt, geht doch einfach, geht einfach einen Kaffee trinken oder fahrt nach Hause oder whatever und dann holt ihr den einfach in 3 Stunden wieder ab. Ja, das haben wir auch so gemacht, ne? Ja, und dann musste ich mich natürlich erstmal wieder trennen. Aber ich habe ihn dann so beobachtet, wie er das alles so macht. Er hat gegessen, es hat mich beruhigt und ach, mir liefen immer wieder die Tränen. Ich bin ja so peinlich. Bei sowas bin ich echt. Ich habe ja echt eine große Klappe, ne? Aber bei sowas habe ich dann echt, wenn ich mal so nah am Wasser gebaut, dann denke ich auch, mein Baby ist schon groß und mal in die weite Welt und bald sieht er zu Hause aus und dann habe ich so bescheuerte Gedanken und und wer weiß, wohin es ihn verschlägt. Vielleicht studiert er im Ausland oder vielleicht geht er irgendwo anders hin und dann ist er weg von Mama. Ich bin ja echt eine coole Mom, so, ne? Aber in manchen Situationen bin ich nur noch am Flennen. So peinlich, steht er die ganze Zeit. Oh, ich bin immer wegdrehen gewesen, andere Eltern kamen und gingen, haben ihre Kinder weggebracht und dann kommt der Knaller, plötzlich kommt dann die Tagesmutter um die Ecke und brachte ihre beiden Kinder, weil die gehen auch dort in die Kita. Die Kids von ihr sind 3,5 und 4,5 und dann sehe ich die so, ich
voll angefangen zu holen. Ja, kommen Sie mal her, lassen Sie sich mal drücken. Und ich so, ach, der macht das doch super. Und ich so, komm mal nur, guck mal hier, die Ina ist da und so. Und dann freut sie sich Noah total, weil ihre beiden Kids, die kennt er ja total gut und die lieben Noah auch total. Und dann sagte mir die Tagesmutter, ich habe meinen Kindern gesagt, sie sollen mein Auge auf Noah werfen, die passen auf ihn auf. Und ich schon wieder voll angefangen zu heulen. So peinlich, Leute. Es ist so peinlich, echt. Ich habe ja echt wirklich eine große Klappe, aber dann anstrengend. Das zieht mir Energie, ne? Also das zieht mir echt Power und Kraft und alles. Mich total verheult und alle denken, was hat die denn? Und ja, und dann haben wir noch morgens, bevor wir losgefahren sind, noch einen Gruß bekommen von den Mausis. Die waren gerade auf Bali im Urlaub und dann kommt morgens auch noch total süß eine Videobotschaft über WhatsApp von den beiden an unser Bärchen. Und dann sagten die noch, die beiden so, ja, wir hoffen, dass du nur viele liebe Freunde findest und die netzen zu dir. Und ich, dann habe ich auch schon wieder geheult, weil ich auch möchte und hoffe, dass er gute Freunde findet und dass ihn keiner ärgert oder schubst oder so. Aber ich meine, natürlich passiert das im Kindergarten auch und ja, wie auch immer, weil die Kinder müssen ja auch lernen, sich durchzusetzen. Das ist ja alles normal, nur der erste Tag ist für mich halt immer total schwer. Also ich brauche die Eingewöhnung, weil der Noah, der kam total super zurecht. Ich bin dann irgendwann rein und habe dann gesagt, weil sie sagte ja, die Erzieherin, ihr könnt euch ruhig verabschieden, bin ich rein und so, tschüss, Habibi, tschüss, Noah, Küsschen gegeben, ja, yeah, tschüss, direkt wieder, ne? Ja, bin ich gegangen. Dann stand ich wieder noch so an der Tür geguckt. Ne? Ich denke, oh, der braucht mich da irgendwie auch gar nicht. Ich meine, der ist groß mittlerweile. Ach, der ist groß, der ist 2,5 Jahre. 2 Jahre und 4 Monate. Der ist aber recht selbstständig, muss ich auch dazu sagen. Und noch neugierig, rennt in alle Räume rein und so. Und das Coole ist, sie haben ja so ein offenes System. Nicht so starre Grüppchen wie Mäuschen, Bärchen und Erdmännchen oder sowas, sondern die haben ein offenes System, das heißt, die Kinder können alle miteinander spielen, die haben da alle Räume offen, die haben da so einen Bauraum, dann haben die ein Musikzimmer, dann haben die noch das Atelier, wo die basteln, malen und schnibbeln können und so weiter und dann haben die auch noch so eine Kinderküche, also so eine richtige Küchenzeile und aber auf Kinderhöhe und dort backen die auch Pizza, die backen Kuchen oder machen mal Hamburger oder sowas, also richtig cooles Konzept. Und je nachdem, was für Neigungen, Fähigkeiten das Kind hat oder Interessen, geht es einfach in die Räume, wo es einfach Bock drauf hat an dem Tag und ist einfach nicht nur darauf fixiert, so, das ist jetzt euer Raum und da seid ihr jetzt. Das finde ich echt total cool. Und die haben einen richtig, richtig tollen, großen Außenbereich. Also echt so mega Spielplatz und das finde ich richtig cool und ganz, ganz viele Dreiräder und so weiter. Und darauf freue ich mich schon, dass der Noah dort spielt und die gehen jeden Tag raus und mir total klasse. Dann machen die auch Waldtage, dann gehen die auch schon an den Rhein oder sowas, also richtig cool. Oder einkaufen gehen die schon mal zusammen, dann haben die auch so Bollerwagen und sowas oder die fahren mit der Bahn. Ah, ja, mein Kind ist jetzt groß, ne? Echt aufregende Zeit. Ja, ihr Süßen. Ja, ich habe jetzt heute einen anderen Hintergrund, ne? Ja, ich dachte, ich setze mich jetzt mal so hin. Dann sitze ich mal da vorne, da in der Ecke. Aber dann durch diese Ecke habe ich immer so ein bisschen Schatten. Und jetzt dachte ich, setze ich mich mal hier hin. Ist mal was anderes. Und ja, das sind so witzige Körbchen. Die habe ich mal bestellt hier bei Amazon. Die sind echt richtig cool. Wenn ihr Bock habt, ich verlinke euch in die Infobox. Dann könnt ihr die nachbestellen. Die habe ich jetzt geholt auch für Noahs Kinderzimmer. Da hat er auch so ein kleines IKEA X-Bedet und da sind auch 4 Stück von diesen Boxen drin. Und sieht immer gut aus und ich werde immer gefragt, ah cool, wo ist denn die her? Ja, ihr Süßen, das war jetzt so praktisch der erste Tag von Noah im Kindergarten und ja, da waren wir natürlich alle ganz happy und glücklich, dass das so gut funktioniert hat. Und dann habe ich nachher abgeholt und ja, und wie der Zufall es so wollte oder das Schicksal es so wollte, zack. Rubbidi-bumm, hatte er Fieber, jawohl, und dann ging das hoch auf 39 und dann geht es hoch auf 39,5 und dann plötzlich hatten wir 40 Fieber. Oh. Ja, am nächsten Tag konnte er natürlich nicht in die Kita gehen. Erster Tag war natürlich toll, aber dann hatten wir direkt einen Bruch, juhu. Ja, und dann dementsprechend auch schlaflose Nacht und am nächsten Tag bin ich dann zum Kinderarzt gegangen, die ganze Zeit Nurofen gegeben und dann stieg das Fieber wieder, volle Pulle an und das ist so tückisch, das Zeug, ne? Das senkt das Fieber, das Kind fühlt sich wieder super fit und dann rannte der auch wieder durch die Bude, Fußball spielen, yay, und rannte rum und wollte nach draußen in den Garten, Trampolin, juhu, und ja, und sobald das Fieber nachließ, da konnte ich die Uhr nachstellen, ging auch sein Energielevel auch runter und dann lag der auch auf der Couch, aber dann habe ich echt gedacht, so, jetzt ist egal, jetzt ist Schluss,
damit er hier nicht so rumrennt, habe ich Kika angemacht und dann lief da die ganze Zeit Kika im Fernsehen und dann lag er auf der Couch, als Fernsehen guckt, Hauptsache der rennt hier nicht und tuckt rum. Hab den immer wieder versorgt mit Nurofen und ja, dann ging das hoch auf 41 in der Nacht. Er lag dann zwischen uns, dann haben wir dann aus seinem Kinderbett raus zu uns gelegt. Wir hatten echt Abstand gehalten zu ihm, damit wir ihn nicht auch noch weiter aufheizen. Ich habe jede halbe Stunde meinen Wecker gestellt und habe nach ihm gesehen. Er hat natürlich sehr viel gewimmert und geweint und so, es war echt schlimm. Aber was ich echt lustig fand und süß fand, er hat dann auch so ein bisschen halluziniert auch, oder, und auch gesprochen. Und dann hat er alles, was er so mag, hat er dann irgendwie wiedergegeben. Und dann hat er gesprochen im Traum, Täter, Täter, nach seiner Oma gerufen oder Kuchen, Kuchen. Nachts träumt er immer von Kuchen, das müsst ihr euch mal reinziehen. Mein Kind träumt von Kuchen. Der Urlaub auf dem Schiff, auf der Main-Schiff hat ihn komplett versaut. Seitdem nur noch Kucheneis, echt schlimm. Ja, naja, auf jeden Fall, das Fieber ist jetzt wieder weg und heute ist praktisch sein zweiter Kita-Tag. Heute ist ja schon Donnerstag und ja, hat jetzt auch gerade super geklappt. Ich werde ihn nachher abholen um 12 und oder um 12:30 nach Mittagessen. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Ich werde das jetzt so sukzessiv nach und nach ein bisschen steigern und ich denke mal nächste Woche. Also sie meinte schon direkt am ersten Tag, ich könnte ihn auch heute um 17 Uhr abholen. Er ist ja eingewöhnt und das läuft ja super. Wir schauen mal. Ich mache das aber trotzdem mal langsam, weil ich muss mich eingewöhnen. Ich, die Mami. Wer macht das denn mit uns? Ich brauche auch eine Therapie oder irgendwie sowas. Ja, okay, ihr Süßen, ich verabschiede mich jetzt mal von euch und dann sehen wir uns ganz schnell wieder. Und dann gibt es auch endlich unsere Urlaubsberichte, denn jetzt habe ich auch Zeit, wo er in der Kita ist, die schön zu schneiden. Und ich freue mich darauf, euch dann Stadt für Stadt und Hafen für Hafen euch dann unseren Urlaub vorzustellen. Macht's gut, passt schön auf euch aus. Bis bald.